So, herzlich willkommen zurück zu Let's Play The Legend of Zelda Breath of the Wild. Wir sind jetzt, also ich bin in der Zwischenzeit im Schrein hier wieder an die Stelle zurückgegangen, bei der ich vorhin war, bevor ich da runtergestürzt bin. Und jetzt, wie man sieht, aktiviert sie mit dem komischen Kristall hier die Plattform. Und wenn ich die vorher aktiviert hätte, bevor ich runtergefallen wäre, hätte ich mir das sparen können. Naja, ich habe in der Zwischenzeit auch 6 Herzen verloren, denn, das zeige ich vielleicht nochmal kurz. Wenn das da passiert und man da aus Versehen auf die Plattform läuft, um das Ding wieder zurückzuholen, kriegt man natürlich einen Schlag. Und verliert jedes Mal 3 Herzen. Und ich habe den Fehler zweimal gemacht. Selbiges gilt übrigens auch hier für dieses Ding. Aber da ist man, glaube ich, halbwegs sicher, weil man da nicht nah genug rankommt. Zumindest am Eck jetzt nicht. Ich weiß nicht, ich probiere es lieber nicht an den anderen Stellen aus. So, jetzt nehmen wir allerdings dieses Ding endlich mal mit hoch. Falls die Plattform da oben jemals wieder runterkommt. Sehr schön. Geht doch. Jo, jetzt wieder hoch bitte. Heute noch. Auf. Hopp. Mein Gott. Muss man die immer erst so anfeuern. Das ist aber auch ein faules Stück. Okay, was macht das hier? Ah, da ist die Kette unten dran verbunden. Okay, es geht jetzt einmal da lang. Der Strom hier für sich ziemlich langsam. What? What? Ah. Das Ding kommt jetzt hier vorbei. Nicht doch hier vorbei, okay. Aha. Okay, sehr gut. So, da hinten kann ich schon mal. Falls sie da rankommen. Das Ding vor mir herschieben. Das bewegt sich jetzt automatisch mit. Oh, ist das praktisch. Das heißt, jetzt schieben wir das Ding wieder nach links. Jetzt, wenn das, sobald es zurückgeht, komme ich auch daran. Das war knapp. Moment, 35 und was habe ich hier noch dabei? Ich lege nochmal kurz das hier ab. Um dann zu gucken, ob ich alle Truhen jetzt habe. Achso, wahrscheinlich ist die unten jetzt, zählt die unten nicht mehr dazu. Das wäre jetzt allerdings gut möglich, weil ich die ja quasi schon geöffnet habe, aber dann wieder weggegangen bin, ohne das Ding mitzunehmen. Und deswegen ist die Truhe jetzt wahrscheinlich wieder zu. Wo bin ich denn da eigentlich? Wo komme ich denn da raus? Moment. Hä? Wo bin ich denn hier? Okay. Ach, hier bin ich. Na gut, dann kann ich auch nochmal gucken. Die Kiste ist offen. Die Truhe. Die da ist auch offen. Moment, das heißt, die haben wirklich eine verpasst. What? Wo? Die Dinger hier kann ich echt nicht bewegen. Nein, ich kann die nicht bewegen. Okay. Wo habe ich hier eine Truhe verpasst? Oh. Nein. Nein, doch nicht. Erstmal schreien. Ist da unten noch was? Aha. Wie gemein. 100 Rubine. So, bleibst du. Oh, gerade so. Gott sei Dank. Okay, weiter hoch, bitte. Jetzt habe ich aber alle, oder? Ja. So, dann muss ich nur wieder da hochrennen. Nein. Okay. Gott sei Dank. So, wo kommt... Nein, die ist gerade weggefahren. Warum, Spiel? Warum? Komm, wir fotografieren den Ollen dahin. Geht nicht. Schade. Dann fotografieren wir halt das Ding.
Naja, ist ein ganz hübsches Motiv eigentlich. Auch wenn es mir nichts bringt. Kommst du bitte noch näher ran, Plattform? Danke. So, jetzt wieder ewig zurück. Tja. Hä, ist die jetzt nicht mehr am Anschlag? Nee, tatsächlich, die ist glaube ich wieder ein kleines Stück zurückgekommen. Okay, endlich. So, viertes Zeichen der Bewährung. Die Frage ist, in welches Dorf komme ich jetzt am schnellsten? Soll ich lieber schnell ins Gerudo-Dorf laufen oder slash gehen? Nee, geh nicht. Sandrobbe? Sandrobbe, das wäre eine gute Idee. Im Gerudo-Dorf war eine Statue der Göttin. Oder ist es schneller, mich zu teleportieren? Das ist jetzt gerade die Frage. Die sich mir da stellt. Ah, der Sandschirm hat sich gelegt. Wie schön. Ah, Sandrobbe. Moment. Ich glaube, ich wechsle gleich mal. Hier. Was hat man denn da? Zitterkraut? Oh, ich glaube, das brauchte ich für irgendwas. Ne, fotografiert habe ich schon. Okay, dann war es nicht das. Was ist das denn? Ah, Frostmelonen. Die waren auch gar nicht mal so häufig. Die waren relativ selten. Vielleicht wechsle ich nochmal kurz zur Schleichrüstung. Die Temperatur ist gerade noch so im erträglichen Bereich hier im Schatten. Also nur, dass ich mich an die Sandrobbe anschleichen kann, ohne dass sie direkt durchdreht. Na? So. Gut, jetzt kann ich wieder die Wüsten, das Wüstenzeug ausrüsten. Wenn ich's find. Hier. Ja, reiten wir gleich als wunderschöne Dame durch die Gegend. So, wo müssen wir hin? Ja, die Richtung passt so halbwegs. So, dahin. Ich sehe es schon. Das ist schön, wenn man wieder nach Sicht navigieren kann. Auf der Sandrobe ist das mit der Karte immer so ein bisschen schwierig. Was ist da hinten denn? So eine Sonne. Was ist das da? Ach, ein Kaktus. Und das da sind nur so ein paar Felsen, wie es aussieht. Aussieht. Oder? Ne, halt, stopp. Da ist schon was. Oh. Ja, mehr Gegner. Das sind alles blaue? Ne, da ist auch schwarzer dabei. Aber die habe ich trotzdem alle schon fotografiert. Nein! Ach. Mist, ich hätte nicht absteigen sollen. Komm mal her! Nein! So, jetzt wieder. Bevor Link völlig in Ohnmacht fällt. Hier. Na los, antreiben. Toll, was tust du? Jetzt nicht nach da oben. Nein, gehst du wohl da runter? Oh. Oh, Mist. Deshalb, okay. Ach, wir hätten uns teleportieren sollen, das wäre immer schneller gewesen. Wenigstens kommt man im Sand mit dem Schild recht gut voran. Aber auf der Ebene nicht, oder? Oh, wobei. Es geht. Es könnte schlechter sein. Also deutlich. So, lasst mich mal bitte rein. Danke. Moment, was bist du denn hier? Perl?
Sandy, Rob und Herr Robson, ihr seid alle so süß. Okay, Statue der Göttin, die war auf der rechten Seite? Meint ihr? Vielleicht? Ich komme in der Oase, ja, danke. Oder auch nicht? Oh, Protexe. Mist. War die hier? Na, ich glaube, ich bin auf der falschen Seite. Na, dann rennen wir mal kurz durchs Haus. Mist, durch das Haus hier geht's nicht. Ich hab natürlich genau wieder das einzige Haus erwischt mit einem Eingang. Die anderen haben doch alle zwei. Was ist mit dir? Hast du noch irgendeine Quest? Nein? Okay. Hier. Also. Moment. Achso, nee. Das ist gegrillt. Das kann ich glaube ich nicht für die eine Quest, die ich da noch irgendwo hatte, verwenden. Feuerpfeile sind. Das sind alles zehnfach. Und die Holzpfeile sind. Warum sind die Holzpfeile als einzige fünffach? Das sind die einzigen, die ich häufiger gebrauchen könnte. Was ist mit dir? Nichts. Du stößt nur darum. Hier war auch nichts, oder? Was war denn hier nochmal? Achso, nichts. Dass ich das vergessen habe. Okay. Statue der Göttin. Statue der Göttin. Statue der Göttin. Da hinten irgendwo, oder? Was war hier? Oh, da liegt jemand. Neru. Achso, Neru schläft immer tagsüber. Okay, wie konnte ich das ahnen? Die klang sehr begeistert, uns zu sehen. Hier ist nichts. Ups. So, ist da wieder eine Truhe? Ja, da ist wieder eine Truhe. Hallo? Was war da nochmal drin? Au. Meins. Ein Gerudo-Bogen mit Schnellfeuer. Nein, danke, ich verzichte. Der sieht zwar ganz cool aus, aber der hat wirklich nicht viel drauf. Ich erbitte Herzen. Sehr schön. So, jetzt können wir dann aber endlich. Was habe ich denn hier eigentlich noch markiert? Oh, das weiß ich auch nicht. Moment, ist das vielleicht von Interesse? Nee, ich glaube, ach, ich weiß es nicht mehr. Die Frage war, habe ich alle diese komischen Quellen? Das ist keine komische Quelle. Hier war. Moment, wo war. Eine war. Hier oben. Nein, da war keine. Am Hebra-Gipfel war da eine? Die Suzukiki. Das Suzukiki-Schneefeld. Sag mal, bin ich jetzt bescheuert? Hier Ranel. Ranel-Spitze. Da war was. Hier Quelle der Weisheit. Bei irgendeinem anderen Berg war da nochmal was. War das hier oben? Nee. Hier irgendwo eine Quelle? Bin jetzt bekloppt? Hier hat noch irgendwo eine so eine dumme Quelle. Hebraberge war scheinbar keine. Oder ist hier irgendwo ein kleiner See? Nee. Doch hier. Da könnte sich gut noch so eine Quelle versteckt haben. Oder hier. Ich glaube nämlich, wir haben noch nicht alle. Oh, hier war noch? Ne, hier war keine. Oder? Oh, keine Ahnung. Ich hatte doch zwei von den doofen Dingern, oder bin ich jetzt bescheuert? Hä? Ich bin höchst verwirrt. Wir hatten doch nicht nur die Randelspitze, oder? Ah, ne, Moment. Die andere war irgendwo. Die war hier. Hier, die Quelle der Kraft. Und die hier da unten, das heißt. Hier so könnte gut hinkommen. Da hinten. Wahrscheinlich. Oder halt eben da. Das sieht beides eigentlich ganz gut aus. Das hier eigentlich nicht. Nee. Da definitiv nicht. Och Mann, ich wollte da. Oh, vielleicht auch.
Wir könnten uns hierhin teleportieren und dann den Fluss hoch. Das wäre wahrscheinlich tatsächlich noch am schnellsten. Und dann da oben irgendwo lang rennen. Ich würde schon noch das... Ganz ehrlich, also das wäre es mir eigentlich wert, weil ich habe noch so eine doofe Schuppe. Ich weiß aber nicht, wohin damit. Oder Moment, ich habe eine bessere Idee. Ich google mal kurz. Ich weiß nicht, ob jetzt hier zuguckt, aber... Was zum... Hallo? Was war das denn? Ich glaube, es hackt. Geht auf einmal irgendwas auf. Was wollte ich? Ach ja, Quellen... Zelda... Breath of the Wild. So. Zelda Breath of the Wild, Drache Eldra, Nidra und Farotra. Ich habe sie ja schon alle gefunden. Die Frage ist nur... Wo sind die jeweiligen... Ups. Ja, Moment. Die Frage ist nur, wo sind die richtig Bilder? Wenn ihr einen der Drachen entdeckt, wird er am Himmel umherfliegen und sich langsam den Boden nähern. Versucht dann, ihn mit euren Pfeilen... Nee. Was ist hier markiert? Das sind die Stellen, wo ich ihn bekommen kann, oder was? Schuppe, Klaue, Zahn, Hornsplitter. Ach, ich kann verschiedene Sachen bekommen. Ach, das wusste ich. Ach so. Interessant, wenn ich... Ah, Farotra, Hornsplitter. Ich muss das Horn oder den Zackenkamm von Farotra treffen. Heilige Scheiße. Schreinaufgabe, die Quelle der Kraft. Im Westen des Stalls von Ostakala. Was? Im Westen des Stalles von Ostakala. Ostakala war... Akala. Ja, das ist... Okay, das ist das, was ich gemacht habe. Dann Farotra. Die Quelle des Mutes südwestlich der Zwillingsberge. Zwillingsberge südwestlich. Also hier. Irgendwo. Kühne Ebene. Quelle des Mutes. Oh. Das könnte sehr gut hier irgendwo sein. Vielleicht auch... Nee, nicht der. Südwestlich? Ja, doch. Das scheint mir da auch irgendwo zu sein. Oder ist es das hier? Nee. Ja, okay. Nidra. Lebensraum, nee. Versteckt? Ja, auf der Ranellspitze. Da war ich. Okay, das heißt, ich bin sogar falsch hier. Das ist gut, dass ich nachgehuckt habe. Ich wäre jetzt nämlich völlig umsonst so einen ewig weiten Weg gelaufen. Das heißt, wir teleportieren uns jetzt mal wieder nach hier, hätte ich gesagt. Oh, wobei, da komme ich nicht sonderlich gut hoch. Vielleicht nach hier, dann kann ich da so hoch, dann kann ich hier so ein bisschen rumgehen. Das sollte ich aber auf jeden Fall wieder die Kletterrüstung ausrüsten. Das ist sehr gut zu wissen. Rotra Hornsplitter, ich glaube es hackt. Wobei jetzt, also Rotra muss ich nochmal nach... Das mache ich eh nicht mehr jetzt. Es wäre halt schön vor Garnon, aber ich glaube, den kriege ich auch so hin. So schwer kann er ja nicht sein. Ich meine, ich bin mittlerweile doch relativ gut ausgestattet, hätte ich mal behauptet. So, jetzt legen wir nicht mal wieder die Frauenklamotten ab. Ich gehe mal zur Kletterrüstung über. So, wo habe ich gesagt, will ich hin? Da hoch, irgendwo, da hinten, das sieht gut aus. Es ist immer noch wirklich schön hier. Echt hübsch hier. So ein kleines Inselparadies, obwohl es ja nicht mal eine Insel ist, es ist ja noch auf dem Kontinent. Wobei andererseits, der Kontinent ist jetzt nicht gerade groß, also ich meine, verglichen mit echten Kontinenten hier so auf der Erde. Da geht das vielleicht, da könnte das tatsächlich eine Insel sein. Achso, ne, Moment, halt, stopp. Stopp, da unten geht's ja noch weiter. Ich weiß ja nicht, was da noch alles kommt. Und hier geht's noch überall weiter und da oben auch. Das ist ja eigentlich nur ein kleiner Teil. Vielleicht, wahrscheinlich. Höchstwahrscheinlich sogar, wenn ich mir das hier so angucke. Was macht denn so komische Geräusche? Da sind doch bestimmt wieder Wächter unterwegs, wenn es zu den Quellen geht, fällt mir gerade ein. Moment, ich habe da mal eine gute Idee. Wir haben doch hier noch... Das ist doch jetzt mal der perfekte Zeitpunkt eigentlich. Hier, Level 3. So. Sehr gut. Das kommt mir sehr zugute jetzt. Aha. Da oben ist eine Fahne. Jetzt
gucke ich erst noch mal kurz noch hier. Da steht ein Pilz. Das sind nur ein halber Pilz, den habe ich definitiv schon fotografiert, oder? Erstmal definitiv sagen und dahinter dann relativieren, das kann ich gut. Na gut. Gehen wir da hoch. Ich folge mal dem Weg. Der definitiv kein leichter sein wird, sondern steinig und schwer, bin ich mir sicher. Aha. Weckt mich dann bitte, wenn wir oben sind, okay? Mein Gott, was hat der denn für ein Problem? Ach, gibt's von denen vielleicht Luxuswild? Ne, das war von Hirschen, oder? Ah, ich weiß es nicht mehr genau. Aha. Oh. Kann ich den markieren? Moment. Ich markiere mir den mal. Dann ändere ich die Markierung mal zu sowas hier. So, hier bin ich ja offensichtlich noch falsch. Da muss ich dem Weg weiter folgen. Ich hätte ein Pferd mitnehmen sollen. Ach ja, da war ja noch das weiße Pferd. Naja. Egal, das hole ich jetzt auch nicht mehr. Teilt sich der Weg hier oder was ist das? Ich gucke jetzt gerade dahin. Und hier geht's nicht so wirklich weiter, oder? Durch die Kühnebene. Wahrscheinlich geht's hier lang. Irgendwie. Na gut, hauen wir erstmal kurz da drauf. Was ist das? Eine Stachelbockkeule. Ne, die brauche ich nicht. Ah doch, das kann man schon auch als Weg bezeichnen hier. Das ist auch jetzt auf der Karte überhaupt nicht so aussah. Ich höre schon wieder so einen, oder ist da noch der Olle von vorhin? Ist das da hinten? Ne, kein Schrein. Okay, jetzt dachte ich schon. Das scheint offensichtlich auch nicht richtig zu sein. Ne, da ist nur nochmal ein Hinox. Ah, der hat so eine Kugel um den Hals. Das ist... Vielleicht behalte ich dann mal das hier als feste Markierung für den Schrein. Du bist ein Gegner, das sieht man doch von weitem. Schlecht getarnt. Jetzt folge ich mal dem Weg, der hier war. Ist das eine Statue der Göttin? Das ist eine Statue der Göttin. Kann man erklären, wieso sich hier ein Schrein... Achso, das ist kein Schrein, das ist sicher Spiegel. Das ist ein Fisch mit orangener Flosse. Ups. Oh, und das ist keine Statue der Göttin hier. Das ist nur mal wieder ein Krog. Ach. Nein, Mist. Na, komm schon. Einmal da rein. Und... Einmal da rein. Jetzt aber. Geht doch. Moment, ich frag mich gerade, was passiert eigentlich, wenn ich eine Zora-Rüstung ausrüste und dann hier durch die Gegend schwimme? Das muss ja heftig sein, oder? Nee, ist glaube ich auch nicht schneller als normal. Na gut. Folgen wir einfach mal weiter unauffällig dem Weg. Ich gehe ja mal schwer davon aus, dass hier irgendwo noch die Quelle sein muss. Über Nacht kann ich jetzt dann auch wieder auf die
Ninja-Rüstung zurückgreifen. Aha, hier geht's jetzt irgendwo durch. Ist die also unterirdisch? Das wäre gut möglich. Ah, ja, das sieht gar nicht übel aus bis jetzt. Das sieht sogar sehr gut aus, hätte ich gesagt. Oh, noch nicht ganz. Aber ich glaube, wir nähern uns. Schon wieder so einer. Das war jetzt unnötig. Okay. Was haben wir denn da? Ein Krog. Kommst du her? Ja. 44. Ja komm, ihr könnt mich mal... Ihr könnt mich einfach mal... gern haben. Wo will ich hin da? Nee. Oh, falsche Richtung, oder? Ich komme da unten aus dem Tunnel. Oh, vielleicht ist es auch hier. Oder da. Oder hier. Jetzt gehen wir erstmal hier noch den Weg lang. Alles andere wäre jetzt auch blöd. Das heißt, diese Richtung. Oh, ein Weißer. Ja, man merkt direkt, der hält deutlich mehr aus. Nein. Na los, komm her. Heilige Scheiße. Geht doch. Dachte schon, der hört gar nicht mehr auf. Der stirbt gar nicht mehr. Er hört gar nicht mehr auf. Nee, der hört auf einmal auf. Der endet da. Zeitlich gesehen. Au. So. Jetzt kann ich wieder das Königsschwert ausrüsten, das ich da hatte, oder? Was war das denn? Das war nicht das mit Halb... Das war doch deins mit Haltbarkeit. Nehme ich ja nochmal das hier. Ich weiß natürlich nicht mehr, welches es war. Überraschung. So, dann kann ich jetzt auch die Schleichrüstung wieder auspacken. Und dann... Die wirkt noch nicht. Ah, das kommt schon noch. So, hier geht's irgendwie lang. Das ist aber, da geht's noch wieder zurück. Hier ist nichts. Doch. Was haben wir da? Rüstlinge. Einen Rüstling zumindest. Und hier? Nichts. Okay. Doch, eine Eichel. Ich wette, die habe ich noch nicht fotografiert. Die kann ich gar nicht fotografieren. Okay. Ach. Ah, da hinten ist... Nein. Oder? Ist das eine Statue? Das sieht doch schon ziemlich nach einer Statue. Sag mal. Echt jetzt? Dass ich zweimal da drauf reinfahre. Haben wir da? Maxi-Trüffel. Oh, den hätte ich vielleicht fotografieren sollen. Naja. Ah nein, das ist doch keine. Okay. Nochmal Hinox? Echt jetzt? Der hat auch wieder so eine Kugel. Okay. Ich glaube, hier bin ich doch irgendwie falsch. Ja, wo kann es denn sonst noch sein? Da bleibt ja nur das da, oder das da. War ich hier schon? Moment. Da war ich noch nicht, oder? Zwillingsberge südwestlich, haben sie aber gesagt. Oder was? Ich bin im Osten. Ich bin im Osten. Ich bin übrigens auch ziemlich dumm. Aber sprechen wir einfach nicht drüber. Ich gehe mal zu den Zwillingsbergen zurück. Vielleicht vergessen wir die ganze Geschichte hier einfach, okay?
Oh, ich beende jetzt auch mal die Folge und wir machen das beim nächsten Mal. Vielleicht denkt ihr bis dahin nicht mehr dran. Ja, also, dann bis zum nächsten Mal. Tschüss.